Ich würde gerne das mit den. Oh, er forscht immer noch. Es geht mir auf die Nerven. Was war denn das? Ah, da habe ich auch noch nicht so richtig raus, warum ich das überhaupt installiert habe. Das wird sich zeigen. Ach, da ist auch noch ein Wag. Haben wir auch hier unterwegs. Okay. Den muss ich dann irgendwann auch mal umhauen oder zähmen. Ah, Stigma reißt schon wieder ab. Na, dann ciao. Der hatte bestimmt einen Nutzen für mich und ich habe jetzt, das schlägt mir jetzt bestimmt ein totales Loch in der Veranstaltung. Wir warten mal ab, bis er da fertig ist. Ich weiß gar nicht, was Stigma seine Aufgaben waren. Das habe ich eigentlich ja schon wieder komplett vergessen. Aber gut, ist halt wie es ist. Jetzt ist es weg. Vielleicht kriegen wir... Es rennt eine Besuchergruppe durchs Lager. Die besuchen sogar meine Kolonie. Das ist ja toll. Ophelia, Sam, Schröder und Ayos. Ja, ich wünsche euch einen tollen Aufenthalt. Ihr hättet euch mir anschließen sollen. Einer zumindest. Oh, Elsa macht auch irgendwas. Ich weiß nicht, was Elsa so genau macht, aber Hauptsache, sie tut was. Das ist das Entscheidende. Wie ist denn hier die Information, sag mal? Ah, der produziert gut. Ah, er schweißt jetzt da. Jetzt muss er dann gleich außen rumrennen, das ist ja komplett doof. Naja, mir soll das recht sein. Mir soll das recht sein. Oh, ich hätte da diverse Fragen. Und zwar können wir das Gestein hier wegmachen. Ohne dass das Dach einstürzt. Das ist das, um was es geht. Ja, das geht offensichtlich. Hervorragend. So, dann werden wir jetzt die Befehlsstruktur nochmal... Ja, die ruhigen Rotfüchse. Ich gucke gleich nach den ruhigen Rotfüchsen. Aber erstmal... Muss ich jetzt hier das Ganze durch Granit ersetzen. Damit das hier eine gewisse Optik kriegt. So, wir machen das erstmal so. Was ist denn mit den Rotfüchsen? Blaue Hornisse. Die Rotfüchse leiden an paralysischer Aphasie und brauchen Bettruhe. Ach, drei Rotfüchse. Warte mal, die würde sich anschließen. Die ist mental taub, Angler, fragil. Verweigert Soziales. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Die 66, was soll ich denn mit der? Die ist doch bald so gut wie tot. Ich könnte das für Ruf machen. Das wäre natürlich eine Option. Das läuft in 6 Tagen ab. Okay, ich brauche dafür natürlich 3 Betten, ne? Ich habe ein freies Tierbett. Da ist ein Tierbett, da ist was mit Tierbett. Da unten ist ein Tierbett. Moment. Ich brauche diverses. Nee, Möbel sind das, ne? Hier Schlafplatz. Ich sollte das irgendwo hinmachen, wo es mich nicht so stört. Pass mal auf, wir machen die dreimal da ins Bad. Das ist völlig akzeptabel. So, Katte wird den retten, McTodd wird den retten und Missy wird aufstehen und den retten. Ich sollte vielleicht auch die Pause-Funktion wegdrücken. Prima, alles safe. Die bleiben jetzt 7 Tage. Hervorragend, das wird richtig schön. Richtig schön mit den Rotfüchsen. Wer hat denn noch... Hatte ich denn nicht ein Kopftuch gebaut? Ich bin mir unsicher. Ja, doch klar, da liegt doch ein Kopftuch. Ja. Dann kannst du das doch mal anziehen. Zack. Erzwungen.
es wird doch rumheult. Also Täter hat eine kaputte Schutzweste. Ah. Das ist bedingt verständlich, dass ihn das aufregt. Wie weit sind wir denn jetzt? Ah, okay, er macht jetzt hier gerade die ganze Demontage. Wir könnten dann natürlich den Raum einfach kopieren. Das wäre natürlich durch eine Blaupause direkt möglich. Oh, und dann stellen wir den dahin. Und gucken mal, was passiert. Ah, okay, die Tür da ist natürlich dann ein bisschen dumm. Die muss dann eins weiter vor. Oder wir bauen den Raum noch eins weiter vor. Wir brechen das mal ab. Und brechen auch das ab. Und machen mit der Blaupause. Machen die so. Ja, ja. So machen wir das. Mal gucken, was er davon jetzt macht. Ja, ja, die ist draußen. Das ist schon klar. Ja gut, er muss jetzt sowieso erstmal noch die ganzen Sachen hier zusammentackern. Sein Auftrag war ja, die ganzen Wände durch Granit zu ersetzen. Und danach werden wir den sterilen Boden hier reinlegen. Das Schade ist halt auf jeden Fall, dass ich keinen habe, der auch bauen kann. Das ist ein bisschen schade. Ein Kolonist ist untätig. Ja, das ist ein Kind. Das könnte was lernen gehen. So alternativ. Wenn es sowieso nichts zu tun hat. Ist nur eine Idee. Ich weiß nicht, ob man dem fixen Gedanken folgen kann. Ich glaube, Stigma hatte was mit Feldarbeit zu tun. Kann das sein? Ja. Ja, du musst leider Gottes Priorität auf Feldarbeit legen. Ich weiß, dass das nicht dein Steckenpferd ist, aber ich brauche Leute, die da ein bisschen Gas geben. Leider. Weil das sieht hier nicht so, das sieht hier alles nicht ganz so schön aus mit dem Essen. Vor allen Dingen mit den Sachen vom Feld. Ich habe die Befürchtung, das könnte ein bisschen knapp werden. Und eigentlich wäre es ja dann ganz schön, wenn man noch ein Lager hätte, wo man den Stoff reintut. Das muss ich ja auch mal zugeben, ne? Das wäre auch ganz nett, wenn man dafür einen Bereich auftarnt tun würde. Allerdings hat das halt auch Nachteile, ne? Da müssen sie halt auch für das Kleidungsgelumpe immer so weit. Ah, ich überlege, ob ich das anders mache. Ich glaube. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich habe da eine Idee für. Haben wir denn? Ah, wir haben jetzt hier unten einen Wasserturm. Das könnte man dann als nächstes mal angehen, dass man hier zumindest schon mal normale Klos hinbaut. Dafür müsste man aber das Wasser schon mal dahin legen. Er soll jetzt aber erstmal seinen Aufgaben nachkommen, die er da gerade so tut. Das wäre mir sehr recht. Ich weiß gar nicht, wie viel Granit ist noch da? Nur noch 600. Was? Forschung. Okay. Ah, ich befürchte, jetzt entsteht. Für den Fabrikator brauche ich zwei Hightech-Bauteile. Und ich habe exakt eins. Und das bedeutet. Bei aller Liebe, mir bringt der ganze Bums gar nichts. Na gut.
was machen wir denn als nächstes? Ich könnte Präzisionswaffen machen, aber das, ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten, weil ich auch nicht genug Bauteile habe, um die Sachen überhaupt zu bauen. Was gibt's? Da kann ich noch nicht. Hier, da habe ich schon ein bisschen was erforscht. Wir könnten Brandschutz, ein Schwimmbecken ginge. Geothermisches Heizen. Multisplit-Klimatechnik. Ah, da gibt es auch Tiefkühlgeräte. Das ist interessant. Da sollte ich dann vielleicht mal drüber nachdenken. Das Wanderer tritt bei... Eine Informationsmaklerin namens Führer ist eingetroffen und möchte sich der Kolonie anschließen. Sie ist gewillt, uns zu helfen, weigert sich aber freiwillig zu gehen, da sie behauptet, nirgendwo anders hinzukönnen. Du kannst sie ablehnen, aber deine Kolonisten werden sich daran stören, dass du jemanden in Not wegschickst. Was kann die? Komm her. Nimm die halt auf. Personen? Okay, was kann die? Erstmal ist die 31, das ist schon mal gut. Der ist schneller Lerner. Er verweigert einfache Arbeit. Feuerwehr, Pflanzen, Bergbau. Wow. 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 Naja, egal. Sie kann Tiere und bauen. Sie kann bauen. Das ist eigentlich schon mal das, was entscheidend ist, dass sie bauen kann. Alles andere verweigert sie ja irgendwie sowieso. Also machst du bauen. Sie könnte auch Intellekt und studieren, aber da habe ich ja Katte, der das macht. Ah, Feuerwehr wird ja auch verweigert, hatte ich. Ah, stimmt, da war was. Transport wird nicht gemacht. Kinderpflege. Naja, gut, komm her. Ist Wurst, egal. Die können wir dann halt als Mitbauer. Irgendwer hat... Ja, es ist Täter, der kaputte Kleidung hat. Und wir haben keine Forschung aktiviert, das weiß ich auch. Abwasser kompostieren? Komm her, erforsch das, dann hast du zumindest was zu tun. Moment, wir müssen mal gucken, die kann hier rein. Da sind ja noch zwei frei, da unten, Sonderruption, das ist schön. Da unten ist ja noch der Knast. Dass wir schon wieder ein regnerisches Gewitter haben, ist übrigens auch ein kleines bisschen lästig. Das gebe ich mal offen zu. Zeig mal gerade hier. Ich mach das mal auf 50, dann ist vielleicht ein bisschen einfach. Was? Achso, ja, ist klar. Ist ja kein. Es wird ja nicht mehr gekühlt. Mit Bremser noch. Da werden sie gleich wieder rausflippen. Hier, da könnt ihr die Steine eilig wegtragen. Und die Steine könnt ihr auch eilig wegtragen. Dann liegen die da nicht so im Weg rum. Jo, 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 die. Das lassen wir dann gleich da. Das muss dann theoretisch auch weg. Die Unterredung. Ich habe kein Interesse an Friedensgesprächen. Ach, das wird auch überdacht, das Ding. Ist okay. Überdacht wegen mir alles. Ich frage mich was anderes. Muss ich das abreißen? Wahrscheinlich, ja. Abgeschlossen. Wenn Abwasser ordnungsgemäß geklärt und verarbeitet wird, wird daraus Klärdünger, der die Fruchtbarkeit von Böden geringfügig erhöht, nützlich für unwirtliche Gegenden mit begrenztem Platz zum Anbau, und Klärdünger erhöht zudem die Fruchtbarkeit von Sand, der in Kombination mit Bewässerung fruchtbar gemacht werden kann. Okay. Mich würde das interessieren, was das mit der Klimasache auf sich hat. Erforscht das mal. Oh, da wären jetzt noch die Stühle hingetackert. Und wir brauchen natürlich auch noch... Ah, die Stromleitung wird, glaube ich, auch schon gebaut, wenn ich das richtig sehe. Ich bin mir nur nicht sicher. Ah doch, die ist auch verbunden. Okay, die kommt aber da unten dran, ne?
Ah, okay, das ist dann halt. Ist dann halt so. Ist jetzt nicht so das, was ich mir. Was ich vorhatte. Was macht denn die hier? Die macht. Wiederhole für immer Kreaturenschlacht. Okay. Kann man das auch kopieren? Ah, die hätte ich versetzen können. Okay. Aufgabe. Kreaturenschlachten. Für immer. Und bei der anderen ist es 75 Trockenfutter. Bist du... Ja, okay, 80 wäre... Mach 75. Aber dann könnt ihr das hier abreißen. Und dann kannst du das abreißen. Dann wird es ein Traum. Dann kannst du die Tür abreißen. Ach, die schlafen? Ja, okay. Es erklärt sich dann, dass da nicht weiter was passiert. Brennt's hier? Oh, natürlich brennt's hier. Steht also alles lichterloh in Flammen. Wir brauchen als nächstes auf jeden Fall ein Hightech-Bauteil. Mal gucken, wo ich das herkriege. Läuft zufällig irgendeine Quest, bei der... Gut, ich könnte natürlich diese ganzen Feldarbeiterlager und sowas machen. Das wäre klar. Gold, Holzfäller, das ginge alles. Ah, da müssen wir natürlich da oben wieder zubauen. Ja gut, da ist jetzt noch keine Wand gezogen, ne? Ich weiß nicht so richtig, wie das jetzt mit den... Ich mache jetzt einfach mal da die Strukturen hin. Das mache ich jetzt einfach mal so. Und dann... Machen wir mit dem Granit hier direkt weiter. Powerduschen, smarte Toiletten, Whirlpools. Wir erforschen mal Brandschutz. Ich habe auch gar keine Ahnung. Ich wollte eigentlich ja jetzt gerade erstmal nur hier die Granitwände bauen. Komm her hier, bis dahin kannst du Granitwände machen. Die käme dann eh weg. Und dann würde man jetzt hier so eine, schon mal eine Wand hinsetzen. Und theoretisch hier oben. Und dann ziehen wir das hier hin. Okay, der Forschung vom Brandschutz ist abgeschlossen. Hier müsste ich dann wahrscheinlich einen Teil stehen lassen irgendwo. Ich gehe davon aus, sonst stürzt es ein. So, warte mal. Das Hygieneding, macht das jetzt auch hier, ist da jetzt hier die Klimasache oder ist die Klimasache jetzt woanders? Die Klimasache ist wahrscheinlich bei Temperaturen. Ein Tiefkühlgerät. Gerät zur Realisierung eines begehbaren Kühlschranks muss mit einem Außenklimagerät verbunden werden, benötigt 300 Klimaeinheiten. So, hier haben wir ein Außenklimagerät. Ah ja. Das braucht drei Bauteile. Naja, da muss ich erstmal abwarten, bis ich Bauteile kriege. So, dann könnten wir... Ah, wir müssen jetzt mal abwarten, bis sie das hier gebaut haben. Das wäre ein Träumchen. Da ist schon wieder was mit Besuchern. Ein Prediger der Fraktion Bund, der die Nero besucht, der hier Kolonie. Er heißt Artheim Fritz. Oh, der handelt auch was, das ist super. Die neue hier, die war doch so ein bisschen sozial unterwegs, ne? Die kann mit dem mal in Verhandlungen treten. Oh, hier ist aber ganz schön viel abgebrannt, muss ich mal sagen. Wir warten erstmal, bis er in der Nähe meines Lagers ist und dann schicken wir sie hin. Du kannst mit dem Handel bleiben, mal gucken, was er so bei sich hat und was er von uns kaufen würde eventuell. Er hat schon mal keine Hightech-Bauteile, das ist schon mal ein bisschen traurig und er hat auch keine Bauteile. Aber das war irgendwie absehbar. Hier, du kannst die Wollmütze mitnehmen und den Mundschutz und die Mütze.
Und das T-Shirt geht auch. Das kannst du haben. Wie viel Geld hast du? Gut, wenn ich natürlich dir nur meinen ganzen schlechten Kram andrehe, ne? Okay, wenn es nicht kaputt ist. Oh, ich hätte noch Skulpturen. Die hätte ich auch noch. Ah, okay, ist zu viel. Schade. Moment. Ich mach mal die Hose weg, dann geht's, ne?